Frau Präsidentin, kommen wir nach dieser in hohen staatstragenden Worten verpackten Rede wieder zur Realität zurück. Denn, wie Goethe schon vor 200 Jahren sagte, man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns herum immer wieder gepredigt wird. Und darum muss auch in der heutigen abschließenden Lesung muss man noch mal zusammenfassen, warum der Haushalt 23 weiterhin schlicht verfassungswidrig ist und bleibt, egal, was hier eben an Apologie versucht wurde. Die Regierung erklärt heute nachträglich eine Notsituation. Eine solche hatte aber 2023 bis zum Urteil am 15. November niemand bemerkt. Sie selbst hatten sie abmoderiert und für beendet erklärt. Ihre Begründungen sind auch abwegig. Eine Energiepreiskrise gibt es leider. Natürlich gibt sie es. Aber sie entzieht sich ganz sicher nicht der Kontrolle des Staates. Ganz im Gegenteil ist ihre unverantwortliche Energiepolitik sogar der Hauptgrund dafür. Sie wollen heute ernsthaft eine Notsituation wegen hoher Energiepreise feststellen, während Sie am gleichen Tag, also heute hier im Haushaltsfinanzierungsgesetz, beschließen lassen, Energie ab dem 1. Januar über die CO2-Bepreisung massiv weiter zu erhöhen. Das ist grotesk. Und auch die 1,6 Milliarden für die Ahrtalflut 21 begründen 2023 natürlich keine die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigende und unkontrollierbare Notsituation, wie es das Grundgesetz aber verlangt. Es gab damals nur ein völlig unkontrolliertes Flutmanagement, Malu Dreyers SPD-Flutmanagement. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass Schulden im Kernhaushalt und in Sondervermögen als Einheit zu betrachten sind. Völlig logisch. Alle Schulden sind Schulden, egal wo sie aufgenommen werden. Doch nach wie vor, wir haben es eben schon gehört, setzen Sie diese simple Vorgabe des Gerichts immer noch nicht um. Der Finanzminister will sich so die Voraussetzungen schaffen, die Schuldenbremse auch 2024 zu umgehen. Die Berechnung der tatsächlichen Neuverschuldung 23 ist unvollständig. Nur zwei Sondervermögen werden von Ihnen berücksichtigt. Die echte Neuverschuldung liegt mit 85 Milliarden Euro deutlich höher, als Sie zugeben. Und die Schuldengrenze des Grundgesetzes wird um 240% überschritten. Sparanstrengungen haben Sie in keiner Weise unternommen. Und damit kommen Sie auch Ihrer Schadenminimierungspflicht nicht wirklich nach. Doch schauen wir jetzt tatsächlich noch voraus. Sie werden nun 2024 entgegen Ihrer Show für die Medien, die in den letzten Tagen abgezogen wurde, erneut die Sondersituation erklären. Wahrscheinlich sogar wieder rückwirkend. Doch so ganz genau weiß man das selbst 14 Tage vor 2024 immer noch nicht. Und schon wieder mit der Ahrtal-Begründung. Die Ahrtal-Beträge haben aber auch 2024 nicht die Dimension, die staatliche Finanzlage erheblich zu beeinträchtigen. 2024 wird dann das fünfte Jahr des finanziellen Notregierens sein. Das Grundgesetz wird inzwischen dauerhaft umgangen. Die Regierung bettelt sogar schon vorab bei der Union, bloß nicht zu klagen, denn sie weiß um die Rechtswidrigkeit ihres Tuns. Das ist vorsätzlicher Verfassungsbruch mit vollem Unrechtswissen. Wo ist Herr Haldenwang, wenn man ihn wirklich bräuchte? Zunächst aber muss der Haushalt 23 nun dringend in Karlsruhe überprüft werden. Darum, Herr Merz, in Ihrem Entschließungsantrag haben Sie ja nun gestern fast dasselbe geschrieben wie wir vor einer Woche. Und ja, da stehen ein paar Worte drin wie Tricksereien. Wir haben es ja eben schon gehört von Kollegen Fricke. Aber gut, bei diesem Trick vor zwei Jahren, der die Geschäftsgrundlage der Koalition war, ist diese Wortwahl völlig angebracht. Wir stimmen darum Ihrem Antrag zu. Und Sie, Herr Merz, können das auch. Stimmen Sie unserem Antrag, der fast gleich ist, zu, damit aber dann auch einer Normenkontrollklage. Hier muss eine verantwortungsvolle Opposition an einem Strang ziehen. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Sven Christian Kindler.